Krisen sind auch oft Zeiten, in denen man aus dem Alltagstrott herausgeholt wird, in denen man einmal zur Ruhe kommt, sich besinnen und auch zurückbesinnen kann. Das Beste aus der Situation machen, sah ich als oberstes Gebot der Stunde, bevor der verschärfte Wettbewerb um die Aufmerksamkeit unserer Kunden, unserer Gäste wieder losgeht. Nun, wie kann ich ein jahrzehntelang bereits sehr erfolgreiches Unternehmen noch einmal einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen? Diese Frage stelle ich mir und meine Antwort darauf, indem ich mich noch klarer positioniere und damit noch mehr differenziere. Dabei versuche ich, auf den Ursprung des Standortes zurückzublicken. Wenn Sie das Hauswappen hier an der Wand sehen, mit der Zahl 1806, eigentlich die Geburtsstunde des Hauses, können Sie vielleicht verstehen, was diese Räume und der Standort für Geschichten erzählen können. Sägen war einst die Wiege der Dornbirner Textilindustrie und viele Gastronomiebetriebe siedelten hier schon früh an. Was damals dieser Industriezweig war, wäre heute in etwa vergleichbar mit dem Campus Vorarlberg in Dornbirn, dem Standort für Wirtschaft, Wissen und Digitalisierung. Die Sonne an der Sägerstraße war historisch schon der Ausstrahlungspunkt, gut verbunden, zentral, im Herzen Dornbirns und heute noch mehr ins Zentrum gerückt, zwischen Campus und Marktplatz und in alle Richtungen gut vernetzt. Auch die Sonne-Gastfreundschaft war früher schon weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Unter anderem war sogar ein gewisser Herr Alois Negrelli einst Gast in dieser Gaststätte. So erzählt aus alten Berichten der Bauer des Suezkanals. Wie damals wird auch heute das Gastgebersein und das Sonne-Gäste-Gefühl oft gelobt. Und so war es für mich klar, dass wir die Geschichte im Hotelnamen zusätzlich verankern. Die Sonne bekommt die Wurzeln für eine gute Gegenwart und eine erfolgreiche Zukunft. Diese Wurzeln werden im Namen durch das Geburtsjahr festgeschrieben und machen die Sonne einzigartig, unverwechselbar. Das Hauswappen wird ebenfalls in die neue Zeit geholt und leicht adaptiert. Die Sonne in Dornbirn wird zur Sonne 1806, das Hotel am Campus. Ich bin täglich stolz darauf, Gastgeber sein zu dürfen.